Hallo zusammen, ich stelle euch heute mal wieder eine interessante Pflanze vor und zeige euch eine Reihe von Aufnahmen, die in den letzten 2 Tagen hier entstanden sind. Da sind ein paar super schöne Makros dabei. Die Pflanze, die könnt ihr hier hinter mir sehen. Das ist der Bienenfreund oder die Bienenweide oder die Büschelblume. Die hat eine ganze Menge Namen. Ist keine heimische Pflanze, kommt eigentlich aus Amerika und ist ja über unsere Kulturflächen reingekommen. Die wird gerne als Gründüngung verwendet und ich habe die jetzt nicht unbedingt so, naja, diese ausländischen Pflanzen ist nicht so mein Ding, wenn sie nicht natürlich zum Beispiel über den Klimawandel hier reingekommen sind. Gegen die habe ich jetzt aber nichts. Die ist sehr beliebt bei Insekten. Die holen sich da Nektar und Pollen ab. Sehr viele und sehr unterschiedliche Arten. Und vor allem, die kann unseren heimischen Pflanzen nicht schaden, weil die übersteht keinen Winter hier. Also insofern okay. Gibt andere Pflanzen wie das drüsige Springkraut zum Beispiel, das breitet sich ja immer mehr aus und verdrängt einfach unsere heimischen Arten und die sind so wichtig als Nahrung für die Larven und Raupen unserer Insekten und die gehen an solche Pflanzen nicht ran, die können die einfach nicht verwerten. Also da habe ich was dagegen, aber ist okay, wenn das Ganze dann im Winter wieder bereinigt wird. Ich habe 2 Folgen draus gemacht, weil es doch viel Interessantes war. Und die erste Folge, da gibt es ein kleines Porträt von einem Käfer, natürlich wieder auch mit tollen Makros mit drin. Und dieser Käfer, der ist ein bisschen was Besonderes. Der ist jetzt wirklich durch den Klimawandel wieder stark geworden. Der war in Bayern vor 25 Jahren Rote Liste 1, in Deutschland Rote Liste 2. Und mittlerweile überhaupt nicht mehr auf den Seltenheitslisten, sondern der hat sich so erholt, dem hat ja die zunehmende Wärme gut getan. Lasst euch überraschen, wer es ist. Ein hübscher Kerl, natürlich auch eine ganz hübsche Dame, beides. Und ja, viel Spaß mit diesem Video. Ich zeige euch jetzt als erstes mal die Blüten aus der Nähe. Und nehme gleich mal die Chance wahr, euch eine Fliege vorzustellen, die man ausnahmsweise mal ganz einfach bestimmen kann. Im Bild ist die Hainschwebfliege, Episurfus balteatus. Und wer schon länger auf meinem Kanal ist, der weiß, wie schwierig es ist, so manche Fliegenart zu bestimmen. Viele sind vom Foto gar nicht bestimmbar, weil es zu viele Verwechslungsarten gibt, aber seht euch mal auf dem Hinterleib diese markante Zeichnung an. Größe ungefähr 1 Zentimeter, die Körperlänge also. Unverwechselbar diese Schwebfliege. Und da sind eine ganze Menge von dieser Art hier herumgeflogen. Ja, und da fehlt mir jetzt wirklich die GH6, die immer noch in Reparatur auf Garantie ist, die fehlt jetzt glaube ich schon seit 4 Wochen. Die Zeitlupenaufnahmen, die wären natürlich schön in 4K gewesen. Gut, das ist jetzt die GH5. Ja, kurz zwischenrein, wo wächst bei mir diese Büschelblume überhaupt? Wo bin ich hier? Das ist so zwischen Wald und Feldern und das ist so eine Ablagestelle für die Landwirtschaft. Da wird erdreich abgeladen und alles Mögliche, aber nichts Künstliches in dem Sinn, sondern wirklich irgendwelche natürlichen Abfälle. Und ja, so ist die Blume wahrscheinlich auch hier gelandet. Und hier ist der Käfer, um den es heute geht. Ja, unverkennbar, auch unverwechselbar. Der Trauerrosenkäfer. Größe, ja, bei mir waren sie so zwischen 10 und 12 mm groß. Und damit ist er der kleinste unserer heimischen Rosenkäfer. Mittlerweile der häufigste, alle anderen sind mittlerweile seltener. Den ordentlich in Szene zu setzen, ist gar nicht so einfach, weil ja, das ist so seine typische Position. Der Kopf ist meist versenkt, mitten in der Blüte. Fressen. Muss man einfach ein bisschen Zeit mitbringen und dann bekommt man auch schöne Aufnahmen
wo man den Kopf schön im Bild hat. Und Arterhalt pflegen. Nur, ja, er ist gerade ein bisschen sauer, weil sie gerade nicht mehr will. Er versucht sie vom Weitermachen zu überzeugen. Und die sind manchmal dermaßen versteckt, dass man sie gar nicht sieht. Ich bin auch einmal hierher gekommen und habe gedacht, na, wo sind sie denn? Die verschwinden sogar als Pärchen so in einer Blüte, dass sie nach außen hin nicht mehr sichtbar sind. Man muss ein bisschen von unten teilweise auch reinschauen, dass man weiß, ob welche da sind oder nicht. Und da würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, ob der bei euch auch vorkommt. Freue mich über Meldungen. Also hier in Bayern ist er auf jeden Fall relativ häufig wieder da. Wenn ihr in einem anderen Bundesland wohnt und der ist bei euch auch zu finden, würde mich freuen, auch aus Österreich, aus einem Bundesland oder der Schweiz, aus einem Kanton. Ihr braucht nicht mehr von euch preisgeben. Bin gespannt, ja, was wir da zusammenbekommen, wo der mittlerweile überall wieder ist. Ja, und der Käfer, der glänzt natürlich wieder. Ja, Wachsschicht. Allgemein üblich bei Käfern. Und Fotos kann man am schönsten dann gegen Abend zu machen, wenn da ein bisschen Schatten über die Stelle zieht, dann werden sie auch ruhiger und die Fotos, ja, die sehen dann auch richtig schön aus, ohne Reflexionen. Ja, und seit einiger Zeit teste ich eine neue Konstellation mit der GH5, die werde ich dann auch mit der GH6 verwenden und die stelle ich euch in einem extra Video vor. Aber solche Aufnahmen, so nah einen Käfer, einen Rosenkäfer in Zeitlupe beim Abflug zu filmen, das war mir bisher nicht möglich, weil ja, die FZ300, die kann keine Zeitlupe. Ja, kann schon, aber in dermaßen schlechter Auflösung, dass es nichts bringt. Ja, das war's für heute. Danke für euer Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.